Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin am Wilczek. Heute geht es mal um das da hier. Ich habe mir hier so eine USV geholt, 1500 Watt. Soll für meine Chia-Farm sein. Schauen wir uns das Ganze mal an und machen mal die Kiste auf und testen das Ganze. Ihr dürft ja zuschauen. So, Mädels. Also, schauen wir mal, was ist das, der Lieferschein hier? Ja, Rechnung. Okay, passt. Machen wir das Ganze mal auf. Unboxing nennt sich das Ganze hier. Ja, das ist ein Unboxing-Video. Ja, okay. Dürfen wir diese weißen Teile haben? Das ist Styropor. Nee, wir entsorgen das Styropor. Ein Griff wäre praktisch. Was ist denn das? Pest. Das sind die Tests sozusagen, was sie damit getestet haben. Boah, schwer. Die Bleiakkus sind halt schwer. Okay, was ist das? Das ist die Einschaltsicherung. Ja, ich würde jetzt Folgendes machen, da das Gerät vor kurzem angekommen ist, würde ich das Ganze jetzt erstmal liegen lassen für ein paar Stunden, damit sich das Ganze akklimatisiert. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass da Kondenswasser dann auf dem kalten Gerät ist und ihr dadurch dann Probleme bekommt, ja. Einfach mal für 2 Stunden ruhen lassen. Schau mal kurz an, was da ist. Das heißt, sowas ist da. Ein Kaltgerätestecker. Nochmal ein Kaltgerätestecker. Ich würde gerne die Spannungsversorgung haben wollen. Aber da ist keine normale Spannungsversorgung da. Das ist ein bisschen schade. Ich gucke nochmal rein in das Paket. Nein. Okay, also wenn man es direkt an der Spannungsversorgung 230 Volt betreiben möchte, ist nichts dabei. Das müsst ihr wissen. Okay, jetzt bin ich gleich gespannt, ob die USV funktionieren wird, wie sie soll. Ich fahre jetzt mal den Server runter. Das ist immer ein geiler Moment, wenn alles mal schön dunkel wird. Okay, Leute, also jetzt gucken wir mal kurz, verbinden wir uns mal kurz auf den Server. Schauen wir mal, was der tut. Da könnten wir auch gleich das Update ausführen. Ja, das heißt, wir können hier, lassen wir den noch laufen. Erstmal schauen wir nach Updates für Windows, ob irgendwelche da sind. Die würde ich auch gleich mit installieren. Das ist immer meine Empfehlung, gleich alle Updates zu installieren. Gleich auch die Chia-Version mit abzudaten. Ja. Ich bin auf Version, hier scheint doch ein Update zu sein. Ich bin auf Version 1.6.1, ja, und jetzt ist die 1.6.2 draußen. Das heißt, das machen wir gleich mit. Dann holen wir uns mal gleich auch die neueste Chia-Version. Das können wir auch gleich im Zuge machen. Chia.net. Dann gehen wir auf Downloads, laden uns die neueste Version runter. Die scheint auch schon stabil zu sein. Ja, wieso mache ich eigentlich diese ganze Chose? Ja, wieso baue ich mir eine USV ein? Das hat damit zu tun, ich habe 2 Netze hier im Haus. Ein Inselsystem, so Photovoltaiksystem, ja, von dem betreibe ich jetzt zum Beispiel das, was ihr hier seht, das Licht und ich nehme gerade eben das auf, also der PC hier. Es reicht aber aus, um sozusagen noch mehr anzuschließen, also meine Chia-Farm. Und das ist die Idee, sozusagen meine Chia-Farm dann einfach an dieses System auch mal dran zu hängen. Wenn der Akku recht voll ist, dann jage ich unter tagsüber auch schön Sonne scheint, dann kann ich hier einfach mal schön umswitchen und sagen, ey, zieh mal den Strom aus meinem Inselsystem, ja, weil der einfach kostenlos ist. Und dann, wenn der Akku, sagen wir mal, unter 40% ist, dann switche ich wieder manuell mit dem Stromstecker um. Deswegen die USV, das ist sozusagen dieser Überbrückungsvorgang, ja, das Umschalten zwischen 2 Netzen manuell, ja, dann auch sozusagen der Server nicht runterfährt, dass er einfach am Netz bleibt, ja. Die USV hält die Spannung ungefähr 7 Minuten, ja, das heißt, wenn ich da 10 Sekunden umswitche, das ist eigentlich nichts für so ein System. Sollte eigentlich nichts sein. Ja, werden wir sehen, ich bin mal gespannt. Jetzt müssen wir noch schon warten, bis hier das Update fertig ist. Und die Chia ist schon heruntergeladen. Ich würde nicht parallel beides machen, aber jetzt gucken wir einfach mal. So, Neustart ausstehend. So, dann fahren wir dich mal Full Note herunter. Und wenn er heruntergefahren ist, sauber, dann installieren wir die Version 1.6.2 und schalten den PC mal aus. Okay, sieht gut aus. Starten wir die Installation hier. Nur für mich. Installieren. Weiter. Let's farm. Schauen wir, ob Chia hochfährt. Sieht gut aus. Das passt soweit. Version ist auch 1.6.2.
Okay, dann sind wir hier quit. Okay, und dann fahren wir aktualisieren und herunterfahren. Schauen wir uns das Ganze mal drüben an. Es kann jetzt sein, dass es noch ein paar Sekunden dauert. Der muss ja noch kurz die Updates installieren und dann sollte er herunterfahren. Jetzt macht er irgendwas. Ich glaube, jetzt ist er schon runtergefahren. Ich hoffe nicht, dass er neu starten muss. Dann kann das hier das Update ein bisschen länger dauern. Weil dann muss er alle Festplatten beim neuen Bootvorgang einmal geschwind finden. Um das zu beschleunigen, machen wir jetzt Folgendes. Wir ziehen sie einfach ab. Das sollte den Bootvorgang wesentlich beschleunigen, sage ich euch nur. Gut, ich kann hier schon mal anfangen, Festplatten auszuschalten, denn das Netzteil wird auf jeden Fall nicht den Einschaltpeak von allen Festplatten vertragen. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal so 40 Festplatten aus, damit sozusagen ich das Ding hochfahren kann und es nicht schon beim ersten Einschalten die Sicherung raushaut. So, der scheint hier runtergefahren zu sein. So, dann können wir auch hier mal ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr Ordnung machen. Leute, ich kann euch eins sagen. Ich kann euch eins sagen. Ich habe so USVs, ich habe nichts gegen USVs, aber eins, was ich gegen die habe, diese USV, ist, die ist bockeschwer, ja. Und wenn sie bockeschwer ist, wäre es gut, wenn man hier einen Griff hätte. Hier muss ich irgendwas machen. Dann machen wir uns das Installation Setup hier hin. Dann sehe ich das auch besser. Jetzt ist die Frage, wie wir das Ganze hier verdrahten, am sinnvollsten. So. Ich müsste jetzt kurz mal hier aushalten. Da kommt die USV direkt dran. Ja, fahr hoch, Kollege. Du weißt nicht, dass du jetzt gleich richtig schaffen werden wirst. So, Setup Wizard. Okay. Press any key, enter. Language. Gibt's auch Deutsch? Super. Ausgangsspannung, jo. Lokale Stromqualität. Ja, ich würde sagen gut. Schlecht. Mittel. Ich würde sagen gut. Menü Standard. Typ Standard würde ich sagen. Datum. Ausgangs. Batterie. Okay. Menü, Status. Okay, das heißt, eigentlich müsste ich jetzt starten können. Bin mal gespannt, ob vielleicht was abbraucht. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir 70 Watt Stromverbrauch. 40 Watt gehen für die Lampe weg. Das heißt, die Anlage braucht 30 Watt. Jetzt gucken wir mal kurz. Ah, vielleicht muss man es einschalten. Ah. 0% Last. Okay, einschalten wäre auch nicht schlecht. Schon mal gut. So, gut. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was der verbraucht. Ah, der macht ja schon mal einen Selbsttest. Lass mal dich mal erstmal schaffen. Hier leuchten auch jetzt die Lampen. Ich bin mal gespannt. Ja, 1100 Watt Last. Jetzt sind wir auf 600 Watt Last. Jetzt sind wir auf 500 Watt Last. Okay. Dann können wir jetzt die Festplatten zuschalten. Also, wir haben unsere 800 Watt Last jetzt ungefähr. So, die Festplatten werden jetzt zugeschaltet. Wieder. Gut, ja, das war's eigentlich. Ja, also ja, ich habe mir jetzt hier so einen Adapter gebaut. Den kann man auch kaufen. Werde ich kaufen für mein Netzteil. Das Problem ist, mein Netzteil hat nicht so einen Standard-Stromanschluss, sondern das ist so ein dicker, breiter. Ja, das heißt, ich brauche ein Adapterkabel von denen auf das. Habe ich schon bestellt, kommt aber die Tage jetzt.
werde ich nochmal beim nächsten Update das Kabel einfach mittauschen. Die Farm scheint zu laufen. Jetzt wird es ungefähr eine halbe Stunde dauern, bis Windows alle Festplatten initialisiert hat. Das sehe ich immer dann, wenn da so eine Festplatte blinkt, ja. Das heißt, Windows macht da irgendwas und es dauert halt, bis er alle durch hat. Wenn das gestartet ist, dann machen wir einfach weiter. Da unten muss ich noch eine Festplattenbox drucken und ich habe noch Platz für 4 Festplatten. Also noch ist Platz, ja. Okay, Leute. So, jetzt schauen wir mal an, wie es aussieht mit den Festplatten. Ich schaue noch gerade eben kurz wegen Updates. Das ist ganz gut, wenn ihr so einen Ordner habt, wo ihr alle Festplatten drin habt. Da seht ihr sofort, wenn ein paar Festplatten fehlen, weil dann ist hier einfach eine Lücke. Aber so wie es aussieht, sind alle Festplatten da. Also es sieht sehr gut aus. Ich habe jetzt nochmal kurz auf Updates geklickt. Ich starte jetzt schon mal den Chia. So, Chia läuft an. Normalerweise sollten jetzt keine Updates mehr verfügbar sein. Dann kann man nämlich dann hier das für mehrere Tage anhalten. Das ist ganz praktisch dann. Dann startet euer Windows einfach nicht neu. Ich mache es meistens so für 6 Wochen und dann nach 4 Wochen, einmal im Monat, schaue ich einfach mal rein in die Chia-Farm und gucke, ob irgendwelche Updates zu machen sind und mache das dann auch, ja. Mit Entstauben oder Ähnlichem, da war ich noch nicht so. Ja, das heißt, seit 2,5 Jahren habe ich keine Festplatte entstaubt oder irgendwas gemacht. Was ich nächstes Jahr machen werde, ist alle Lüfter tauschen. Ja? Das heißt, ich werde alle Lüfter ersetzen durch neue Lüfter. Einfach ist damit verbunden, dass ich sicher gehen will, dass nichts, also kein Lüfter einen Lagerschaden hat und dann die Festplatten beschädigt. Ja? Also ihr seht, waren keine Updates. Jetzt mache ich ein paar Wochen hier Pause. Und die Chia Farm fährt hoch. Dieses Wallet muss kurz synchronisieren. Das ist normal. Und jetzt gucken wir mal kurz auf unsere Plots. Ja, wir haben volle Plotzahl, 1100, 11.000 und ein paar zerquetschte, das passt soweit. Das heißt, die Chia Farm ist hochgefahren. Und jetzt machen wir das spannende Experiment, ja. Ich will umschalten, also das heißt, jetzt ziehe ich meine Stecker. Spannender Moment, ja, das heißt, das Ding hier, ja, ziehen wir mal den Stecker. Tja, es passiert nichts. Und boah, der Akku geht aber schnell runter. Das war aber mir zu schnell. Sorry, dass das Licht so flackert. Da kann ich jetzt nichts dafür. Dann gehen wir vielleicht mal rüber. Aber ich bin eigentlich negativ überrascht, weil ich hätte gedacht, dass der Akku hier drin viel, viel länger hält. 7 Minuten, 8 Minuten müsst ihr eigentlich halten, laut Datenblatt vom Gerät. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell das runtergegangen ist. Ja, auf 60%. Was waren das vielleicht? Wie lange hatte ich das draußen? Könnte ich jetzt mal schön hier unten anzeigen lassen. Ja, ich kann es ja jetzt counten. Ich würde sagen, vielleicht 15 Sekunden, sowas in der Richtung, ja. Also nicht mal eine Minute. Und wir haben schon ein Drittel des Akkus verloren. Also maximal vielleicht hält das Ding jetzt 1 Minute bei 800 Watt Leistung. Ich hätte gehofft, dass es zumindest 90, also zumindest gehofft, dass es 5 Minuten oder so hält. Okay, es ist wie es ist. Ihr seht, der Akku wird wieder langsam geladen. Kann natürlich sein, weil der Akku jetzt mit 100% angekommen ist, dass ich ein Gerät bekommen habe, wo schon ein Vorgänger hat. Weil normalerweise tut man Bleiakkus niemals mit 100% ausliefern. Ja? Ja, ihr seht das. Hier am 9. Januar habe ich die USV gekauft für 588 Euro. Ja? Das war vergleichsweise günstig. Wenn ich jetzt zurückgehe, jetzt kostet die 650 Euro. Ja, ich würde die über Geizhals suchen, ja. Aber ich tue euch mal den Amazon-Link unten rein, wen es interessiert. Ihr seht ja, ich habe es ja getestet, funktioniert. Ich habe mir überlegt, die 2000er-Version zu kaufen. Das Problem ist, das ist halt schon nochmal, ja, fast mehr als das Doppelte. Und da habe ich mir gesagt, lohnt sich nicht. Wenn man jetzt mal reinschaut in das Datenblatt, ja, der USV. Okay, Leute, ich habe mir jetzt mal das Ganze angeschaut im Datenblatt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Sekunden oder Minuten sind, aber meines Erachtens nach müssten das hier Minuten sein. Ja, das heißt, bei 200 Watt Verbrauch, ja, wenn ich jetzt mal in die Batterie reingehe und die Batterie hat eine 400 Wattstunden Leistung, das heißt, das kommt hin, dass man dann ungefähr
eineinhalb Stunden lang roundabout mit dem Wirkungsgrad, ja, die Batterie am Leben hält. Also sprich, die PCs am Leben hält bei 200 Watt Verbrauch. In unserem Fall müsste es 12 Minuten sein. Und ihr habt gesehen, wie krass die Batterie heruntergegangen ist. Und das kann gar nicht sein, dass es 12 Minuten ist. Meines Erachtens nach ist der Akku kaputt. Ich werde mal den Händler anschreiben und ihm das mal das Problem schildern und bin mal gespannt, wie er reagiert und was er dazu sagt. Vor allem, da der Akku ja schon mit 100% geladen ankam, was eigentlich nicht normal ist bei solchen Systemen. Was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, dass jemand zwei Geräte, also ein Gerät schon hat, ja, dann bestellt er sich ein zweites, tauscht den defekten Akku da rein und schickt es wieder zurück. Wäre möglich, ja. Das heißt, ich habe hier einen defekten Akku oder einen schwachen alten Akku. Ich werde euch darüber informieren, ja, wie es, also sprich, ich schreibe euch unten das in die Infobox. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert, theoretisch, ja. Normalerweise, wie gesagt, sollte es eigentlich 12 Minuten halten, 12 bis, ja, 7 Minuten, je nachdem, wir sind ja nicht bei Volllast. Also ich schätze mal, so 10 Minuten sollten wir haben, wo wir Zeit haben, das Gerät herunterzufahren oder gemütlich einfach umzuschalten. Ja, das heißt, in den paar Sekunden, die ich das getestet habe, sollte der Akku vielleicht 5% verloren haben, aber nicht 40%. Und damit schließe ich für heute mit dem Video ab. Ja, also mein Chia Farm läuft wieder und der Test war erfolgreich, bis auf, wie gesagt, dass der Akku so kurz hält. Da werde ich mich mit, ja, mit den Betreiber von den Gerät mal kurz schließen. Aber ich denke, da sollte Amazon ganz nett und fair sein. So wie ich die kenne, wird das schon passen. Ich kann ja auch gleich das Video als Beweis hochladen. Und damit schließe ich für heute ab. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Ich tue euch die Links alle unten rein für die Geräte, also für das Gerät. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein und lasst mir einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.